Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground. Ja. Wuseln wir noch ein wenig die Gegend? Wollen wir denn noch ein paar Rennen eigentlich? Wir haben doch schon einiges hier abgefrühstückt. Ja, das nächste wäre hier ein Rundkurs. Sein, dass ich ihn beim letzten Mal schon nicht so wirklich gefunden habe. Aber schauen wir uns den mal an. Ah, mittlerweile geht der Wagen noch echt gut. Da kann man nicht meckern. Aber ja, ich freue mich dann schon auf den Mustang. Der wird dann zum Drittwagen. Ist auch noch ein Rennen, das glaube ich noch gar nicht angegeben war. Da holen wir uns gerade mal das Geld. Noch eine Runde driften, warum nicht? So, dann geht's noch ab hier durch. Gucken wir, dass wir hier vielleicht so ein bisschen mithalten. Ah, und weniger die Wände fahren. Ah. Obwohl einer keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, der hatte schon fast wieder zu viel Power. Danke, ey. Ja, komm, genau. Fahr mal weg, dann kann ich in Ruhe driften. Die haben zwar jetzt eh nichts mehr zu melden. Aber ich möchte ja ganz gerne meine Punkte noch ein wenig ausbauen. Ja, das war knapp. Okay, ich glaube, so viel hat man noch nie. 24.000. Das hat sich doch gelohnt. Hat der eine Drift gereicht, um das komplette Rennen zu gewinnen. So, dann aber mal wieder zurück. Ne, das Rennen hat man definitiv nicht auf dem Schirm. So, mal gucken, ob wir jetzt hier ankommen. Aber wir fahren einfach mal den Navi hinterher. Hoffen da dann das Beste. Da war das halt auch ein Rennen, was nicht so ganz funktioniert hat. Ich denke, wir werden es sehen. So, hoffen wir, dass das jetzt was wird. Die Wegführung sieht es gut aus, soweit. Ja, da unten dürfte es dann sein. Okay, schauen wir uns den Rundkurs mal an.
So, direkt mal das Nitro raushauen. Das gibt dann mal ein paar Pünktchen. Und dann können wir uns gemütlich an die Spitze setzen. Aber ja, ich denke, das sollte ganz gut laufen soweit. Jetzt runtergebremst. Und dann geht's hier ab um die Kurve. Haben wir dann gleich noch einen Kreisel? Ne, ich glaube, das kommt mir tatsächlich noch nicht bekannt vor, das Rennen. Von daher hoffen wir mal, dass das läuft. Ja. Hat es hier richtig gelohnt, dass du da reingefahren bist, Kollege. Theoretisch können wir da sogar durch, aber ich glaube, das ist zu viel Geschlängel. So, wie viel sind es insgesamt? 2 Runden, okay. Das sollte dann noch machbar sein, denke ich. Vollgas kann das Ding ja mittlerweile. Wieso hat es keine Punkte gegeben? Das war doch relativ knapp vorbei. Schön gerade Strecke, das gefällt mir. Ah, jetzt. Das ist noch knapper vorbei, okay. Ja, nee, ich glaube, die Strecke hat man tatsächlich noch nicht. Die lange Gerade hier kommt mir nicht bekannt vor. Aber das lässt sich richtig gut fahren nachher. Ist eigentlich nur am Anfang so ein bisschen kurvig. Wo man ein bisschen vom Gas gehen muss und dann kann es einfach Vollgas geben. Das ist doch schon mal ganz gut zu wissen. So, jetzt kommen wir auch etwas besser dran vorbei. Fahren wir jetzt mal auf der anderen Seite. Das war keine gute Idee. Da waren wir zu schnell. Ja, ich glaube, jetzt brauchen wir halt nicht mehr vom Gas runter. Jetzt einfach mal Feuer frei. So, und das ist multipliziert zum Glück auch immer schön hoch. Solange wir keinen Unfall haben. Ah, nee, bei 5 bleibt es dann wohl scheinbar stehen. Ja. Na gut, hauen wir raus. 300 geht. Und das war's. Da war ich jetzt etwas zu gierig. Aber noch gefangen. Letzte Nitro raus. Da hinten haben wir dann ja auch gleich schon Zielgerade. So, sehr schön. Und das hat wunderbar geklappt. So, Nachschub, wie es scheint. Hier der Auspuff blenden. Auch was Schönes. Okay, wir sind, ja gut, da einigermaßen in der Nähe. Schauen wir doch mal. Weiter zum nächsten Sprintrennen müsste das sein, ja. Aber ja, ich glaube, ich werde dann wirklich mal, dann würde ich halt auch die Dings rausbauen nachher. Irgendwann die Motorverbesserung. Und
Oder sogar Street X-Rennen. Den halt zum Driftwagen umbauen. Ich denke, ich mir einen Mustang als Sprintwagen. Wenn der denn mal verfügbar ist. So, zwei schon mal ausgeschaltet. Die holen wir dann auch gleich noch. Jetzt zum Beispiel. Okay, es ist nicht so lange die Strecke. Aber auf jeden Fall machbar. Könnte man eigentlich fast auch schon mit... Na gut, ne, ich glaube nicht einen Driftwagen holen. Hier brauchst du ja doch ein bisschen was an Geschwindigkeit. Ja, das war zu viel gedriftet. Aber gut, ihr kommt voran. Und na, ich glaube, zum Beruhen reicht es dann nicht mehr ganz. Zumindest haben wir die dann doch schon mal im Blick hier. So, hier nochmal schön durch. Knapp. Aber hat für 300 Hofpunkte gereicht. Alles klar, so, dann würde ich sagen, machen wir direkt hier unten weiter und am Abschluss dann hier. Letzten Rennen. Dann können wir in der nächsten Folge auch schon fertig sein mit. So, genau, entscheide dich mal. War ich nicht schnell genug auf der Tastatur, um es anzunehmen. So, auf zum nächsten Drift. Ist das schon Mercedes? Nee. Kriegen wir überhaupt noch hier Mercedes oder BMW oder irgendwas? Oder nix. Dafür können wir jetzt hier ein bisschen reinhauen. Hier werden wir zu langsam, ja. Gerade hier hoch. So, enge Kurve. Das klappt jetzt. Ja, aber guck mal, so geht das doch jetzt deutlich besser. knapp. Aber gerade so noch, waren glaube ich jetzt Zentimeter vor der Wand weg. Immerhin die Punkte nicht verloren. Na komm, wir kommen sogar noch ins Ziel. Hihi, und wieder 93.000. Juhu! Es wird
und plötzlich erscheint hinter uns das nächste Rennen. Na dann. Sprinten wir mal hier runter. Ah ne, es waren glaube ich generell zwei Stück gewesen. Los. Ja, die Strecke sollte aber auch einigermaßen machbar sein, denke ich. So schön die Kurve gedriftet. So mag ich das, wenn das mal klappt. Kommt halt doch relativ selten vor. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, das Ding lässt sich doch sehr, sehr gut fahren. Also gar nicht, was ich denn da mit den ganzen Wagen machen soll. Also theoretisch brauche ich ja dann den Geländewagen, einen für Sprint, Drag, also quasi einen für Drift, einen für Gelände und der Rest dann mit Geschwindigkeit drin. Aber gut, dann geht halt natürlich auch einiges an Geld wieder fürs Tuning drauf, wenn wir das alles noch nachrüsten müssen. Von daher, ich glaube, so ein Money Sink wird das dann doch schon werden. Kurve noch und dann haben wir es da hinten auch schon erledigt. Wie schön. Nur noch ein Schild mit. So mag ich das. Gut, dann werden die Ecke auch die Sachen soweit abgefrischt. Dann fehlt echt nur noch der Rest hier hinten. Ja, ich glaube, dann fahren wir auf jeden Fall noch da runter. Ich glaube, das sollte es dann auch für die Folge soweit gewesen sein. So, wir könnten auf dem Weg vielleicht den Typen hier nochmal kurz verheizen. So kommt man dann da durch. Scheinbar wollte er nicht. Wäre noch auf dem richtigen Weg gewesen, gut zu wissen. Einfach geradeaus weiterfahren. Ich glaube, teilweise ging das dann auch, wenn du halt die Rennen angenommen hast und einfach mit Nitro wegboosten und dann war die Sache schon gewonnen. Oh, man hat so einen Unfall gegeben. So, wo haben wir das Rennen denn jetzt? Ah ja, hier, gut. Ja, Geld ist glaube ich keins mehr da. Naja, dann haben wir wie gesagt ein Drag-Rennen, ein letztes. Das machen wir dann zum Schluss. Zwei URL und hier das, was war das? Glaube ich auch Sprint. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.